Hafen fahren oder? Ja, wenn Olli gleich reinkommt, müssen wir ihn abholen. Wenn Ja, Olli stimmt, der kommt, muss aber auch. der kommt ja Wenn, nicht. wenn Olli kommt. Olli, kommst du da nicht? Ja. Wahrscheinlich ist er Erstmal also zum Airfield. Hafen. Kaffee und Butterkuchen, sagt er. Wie Kaffee und Butterkuchen? Kaffeezeit ist vorbei, Olli. Ich wollte sagen. Sehen wir so aus, als wenn wir doof sind. Oh Junge, Ja, wo ich kommst dachte, du du bist denn am her? Hafen. Wir waren doch gerade am Hafen. Ja, der andere hast du auch gesagt. Musst du doch auch erstmal hier hoch, oder nicht? Du hättest auch da lang fahren können. Du kannst aber auch dort langs, längs fahren. Oder nicht? Es wird ja wirklich noch dunkel, ey. Ja, tatsächlich. Vor Schreck habe ich dich jetzt so weit gelenkt. Poller. Ach, Pollack, überfahren ist nicht so schlimm. Poller, kein Poller. Ja, meine ich doch. Sind ja in England, ne? Linke Spur. Ja, ich weiß, ich muss aber bremsen, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Ich wollte ja den BMW haben. Ich komme im BMW, BMW. Ja. Du kriegst einen BMW. Ja, kriege ich auch nicht. Nein. Ich muss immer dieses Panzerding hier fahren, weißt du? Dabei bin ich Pilot und kein ja, Fahrer. Nein, du holst jetzt den BMW. Ich bin Pilot. Da fahre ich aber in Zukunft nur mit Chrisard mit. Leute, fährt ein BMW, ist doch Ellbogen aus dem Fenster. Ja, Ellbogen aus dem Fenster runter machen und erstmal durch die Zombies heizen. Kick ihn raus, kick ihn raus. Brauche ich doch nicht, der fährt bestimmt gleich von alleine raus. Tür auf und raus treten. Mann, ist alles grau hier. Naja, Olli, wir mussten den Server leider neu aufsetzen. Der war wieder kaputt. Hat David gemacht. Was ich dann heute baue. Ich habe schon wieder einen Pollack umgefahren. Poller. Du Sau. Mann, ja, Entschuldigung. Schäm dich. Ja, schäme ich mich auch für solche Ausdrücke, ehrlich. Ab in die Ecke. Aussteigen und drei Ave Maria. Ja, mach ich nachher. Und 1000 Vater Unser mach ich auch noch. Oder ein David in der Hölle. Nee, das ist mir zu lang. Da mache ich lieber 1000 Vater Unser. Ja. Ja, 1000 Vater Unser als anstatt einmal ein David in der Hölle. Wir bauen uns eine Titanic zusammen, dann schwimmen wir nach Sektor B. Ah, so, ich bin wieder da. Ah, ich habe nach 2 Tagen endlich mal mein Auto wieder. Ungefähr. Hast du dein Auto wieder gegeben? Ja, meine Nachbarin baute das zutage. Ich musste ja nicht weg. Deswegen hast du nicht gearbeitet, wo du hättest arbeiten können bei 70 Grad im Schatten. Nee, gestern ging ja nichts, aber bei uns ja stark Regen, was heißt stark Regen? Ja, klar, bei euch hat einer gegen das Fenster gelullert, aber da war auch kein Regen ja, gestern. Ja, ist klar. Gartenschau, wenn da mit Fenster gegen die Bayern gehört. Du weißt, wie hoch ich wohne, ne? Ja, und da luller ich dir locker gegen, ey. Voll unten. Von der anderen Straßenseite. Ja, luller mal 10 Meter hoch in die Luft gegen den Wind. Das will ich sehen. Ja. Man lullert grundsätzlich gegen den Wind. Warst du noch nie campen? Hallo Marco. Ah, Bolo. Was ist denn da? Da brennt keine Ahnung. Da brennt ein Auto. Das Licht ist deine Mission. Ja, da ist eine Mission. Weg, weg, weg. Die sind rechts von uns im Gebüsch. Und vor uns. Oh mein Gott, oh mein Gott. Durchfahren. Oh nein. Das ist so schwierig. Oh nein, die haben uns einen Reifen zerschossen. Oh nein. Alter, es explodiert hinter mir. Fahr. Ich fahr doch. Aua, aua. Aua, die schießen immer noch. Ja, Marco, frag. Kannst du mich fragen? Los, 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 los. Holo.
Ah, die schießen immer noch! Ich muss aber bremsen! Alter, was haben die für eine Reichweite? Ist das jetzt der Helikopter? Was geht ab? Ich darf mich nicht umgucken. Ja, ich guck, aber ich sehe keinen Helikopter. Dann haben die so eine mega Reichweite. Alter, wie krass, sie können über die halbe Map schieben. Alter Schwede. Boah. Alter Schwede. Oh nein, Heli. Oh nein, Helikopter auch noch. Wir werden alle sterben, wir werden alle sterben. Ich hab mir den Titel ausgedacht mit Wir sterben langsam. Entschuldigung. Wir werden sterben. Gib Vollgas, ich drück schon die Shift-Taste. Er kommt zurück. Nein, der kriegt uns nicht. Der kriegt uns niemals Leben. Ich fahr gleich einfach in so einen Hangar Alter, rein. Alter, auf dich. Hier ist hier nur Rauch. Alter, der Ball, der Feuer. Jetzt trifft dich los. Alter, der schlägt neben dir ein. Der trifft mich niemals. Ich werde Haken schlagen. Ich werde Haken schlagen. Na klar, Marco. Nein, er ist nicht. Der Auto kaputt. Du einfach ins Team unsere Nerds Gaming HD Gruppe. Ich rubbel davon. Und dann können wir auch mal zusammen spielen. Oh nein, da vorne brennt auch noch was. Rechts? Nein, das links. Ja, rechts. Da ist die Hubschrauber abstürzt. Und ich bin fast tot. Der Heli verfolgt... Alter, das schaffen wir nicht. Wir werden hier mal nicht zugrunde gehen. Wir müssen gleich aussteigen und schnell in so einen Hangar rennen. Ja, stopp. Alle geschlossen auch noch. Schnell, der sieht uns nicht. Wer sieht uns nicht? Ich lebe! Ich lebe! Kommt natürlich auch drauf an, ob du die Spiele hast, die wir haben, ne, Marco? Also, das ist natürlich dann Grundvoraussetzung, ne? Ansonsten können wir dann halt nicht zusammenspielen. Ist er weg? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Okay. Oh, nee, da fliegt gerade wieder zurück. Wieder Richtung Hafen. Bei euch. Kann sein, dass er wieder auf Position geht, ich weiß es aber nicht. Er geht runter. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Mein Auto ist kaputt. Schon wieder. Ja, der hat meine Reifen erwischt. Weil ihr Zickzack gefahren seid. Aber ich. Mein Auto ist noch heile. Und ich habe den größeren. So wie immer. Weiterfahren oder? Ja, ich muss einen Chris halt einsammeln. Warte. Ich weiß nicht, wo der Heli gerade ist, ne? Der ist in eure Richtung. Ja, ich höre ihn nicht mehr, also muss er weg sein. Ja, wahrscheinlich begibt er sich wieder auf Position, wo er gerade war und fliegt dann wieder seine normalen. Das Schlimme ist, da vorne ist die nächste Mission mit dem Helikopterabsturz hier. Ja, wenn wir ein bisschen Abstand haben, können wir vielleicht mal gucken. Oh, wer will nochmal zurück und eine NPC-Mission machen? David wollte doch, ne? Gestern hat er noch so großspurig gesagt. Du hast gerade gesehen, wie effektiv die NPCs sind. Ich meine, ihr könnt mich da abstellen, ich roll mich da durch die Gegend und versuch es. Mach vorher mal Inventar. Hast du nicht gesehen, wo die überall standen? Nein, nicht da. Die standen hinter uns in der Büsche. Das Ding da vor uns, wenn du sagst, da ist auch eine Mission. Da gehe ich von aus, das ist ein abgestürzter Hubschrauber, der brennt. Schwammt der nicht nur? Der brennt. Nein, der brennt richtig. Wir sind vorbeigefahren. Ich bin hier vorne auf der Wiese. Ihr habt es nicht gesehen. Mach doch mal Licht am Auto. Nein, da trifft der Helikopter mich. Er trifft dich auch, wenn Licht aus ist. Nein, wenn der Licht aus ist, trifft er dich nicht so schnell. Bist du denn? Links auf der Wiese, hab ich doch gesagt. Wieso kommst du da nicht zu uns? Weil hier mein Auto steht. Und wenn ich zu dir komme, es dauert 10 Jahre. Reparaturwagen kommt. Oh, du! Ich wollte gerade sagen, das hat nicht funktioniert. Ich bin in der Inventar, bitte mach das nicht, sonst sterbe ich, weil ich zugezogen werde. Wir brauchen bald neue Reifen. Kannst du nicht mal aufstehen und rumlaufen, wie jeder normale Mensch auch? Ja, der Boden ist doch toll. Was kriegst du eigentlich immer rum die ganze Zeit? Lokalisiert den beschädigten Ural. Ja, haben wir gefunden. Jetzt müssen wir noch die Wachen töten.
Rest lokalisiert, wir sind quasi reingestolpert in die Mission. Nein, wir haben lokalisiert. Du hast nicht gesagt. Du letztes Mal hast mir noch gesagt, ah, da ist eine Mission auf dem Weg und jetzt? Ja, wir, wenn wir vorbereitet sind, ist was anderes. Bevor dass wir den Angriff der NPCs und den Helikopter überstanden haben. So viel Glück hatte ich schon lange nicht mehr. Ich glaube, ich sollte Lotto spielen am Samstag. Ja, warte, ich tippe dann. Oder morgen im Euro-Jackpot sind 40 Millionen. Ja, André, ich tippe mit, ne? Ich gebe was zu. Du nein, NPCs! Oh, Alter, fahr weiter, fahr weiter! Wo? Da bin ich auf der Straße, war gerade einer, so mit Helm und. Oh, ey! Der schießt! Der schießt! Fahr weiter, fahr weiter! Ich hab gesagt, hier ist der abgestürzte Helikopter. Zwei Missionen hinterher. Nein, ich überfahre sie! Oder nicht, ich hab einen Fehler gemacht. Oh, du bist drauf zugefahren, du bist kaputt. Jetzt kommt meine Stunde. Oh mein Gott. Wieso haben wir keine Nachtsicht gerührt? Oh, ich steig jetzt nicht aus, ich werd sterben. Das ist euch klar, ne? Sterben wirst du so sicher hoch, schneller geht's mit Marlboro. Lass uns lieber ein Auto behalten und Chris hat dann im Zweifelsfall abholen, wenn er stirbt. Und Chris hat aber das Auto mit dem guten Stuff. Ja, aber das Auto kann man ja verstehen lassen, das kann man doch später wieder nachholen, oder nicht? Ich sehe ein Gesicht vor meinem Auge. Mhm. Du siehst ein Gesicht. Ja, keine Ahnung. Ja. Ja, das hatte ich letztens auch. Das war bei mir auch immer so eine kurze Erscheinung für ein paar Sekunden, ne? Ja, genau, das hatte ich letztens auch. Das ist, glaube ich, wenn du kurz vorm Sterben bist oder so. Da steht doch ein Helikopter, der... Ich bin bewusstlos. Da steht doch ein Helikopter. Mitten auf der Straße jetzt. Wo, meinst du da, wo die Mission ist? Nein, direkt an den Schienen, da wo wir gerade lang gefahren sind, steht jetzt auf einmal ein Helikopter. Keine Ahnung, musst du mal gucken. Das ist bestimmt der NPC-Heli. Ich will da jetzt einsteigen, explodiert der, ne? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der es ist. Das. Ich weiß nur, ihr müsst aufpassen. Da laufen halt NPCs rum. Ich bin tot. Alter, aus 152 Meter hat er dich abgeknallt. Eine Sektor BR-Patrouille. Ja. Respekt. 152 Meter erkenne ich in Arma nicht mal den Gegner. Und schon gar nicht im Dunkeln. Wenn es eine Air-Patrouille war, war es wahrscheinlich doch der Helikopter, den du da gesehen hast, der gelandet ist. Wieso ist denn der gelandet? Weiß ich nicht. Toll, wo soll ich jetzt hinfahren? Baylock? Ja, gut. Wie ist denn da ein Helikopter gelandet? Ja. Da steht ein Helikopter. Da steht ein Helikopter. Können wir den nicht klauen? Nein, das ist ein richtiger Kampfhelikopter. Ja, dann lass mal David versuchen einzusteigen. Halt mal, versuch mal einzusteigen. Ich sterbe. Warte, ich überleg mal eine Sache. Dann nimm doch mal Abstand. Der Gegner explodiert. Ja, beeil dich, aber hier stehen NPCs. Die sind gleich über den Haufen ballern. Wenn er explodiert, dann will ich da nicht einsteigen, dann fahr weg. Ey, wir wissen's doch nicht, aber wir müssen halt opfern. Wenn nicht, dann. Ich steig, ich mach schon. Ja, ich wollte erstmal die Sachen abwägen, André. Hallo? Ich ahne Böses, wenn André einsteigt. Oh. Kann man nicht einsteigen. Kann man nicht? Nein. Ah, okay. Ich kann die Frachtraumtür öffnen und schließen. Und an die Ausrüstung. Na, kann ich auch nicht dran. Ne, ist der NPC-Heli. Soll ich denn jetzt hinfahren? Ja, nach Bailoff zurück kommst du nicht, da sind auch NPCs. Also du fährst wieder durch. Ja, jetzt war es zum Glück doppelt herausfordernd. Ja, nee, dann dreifach, weil du musst mich ja noch zurückfahren. Alter. Muss man erstmal Bailoff auf der Karte markieren. Ich kenne den Weg ungefähr, aber ganz nicht, dass ich dann gleich irgendwo falsch abbiege. Aber nicht unterwegs dein BMW zusammenbauen. Hab ich doch gar nicht genug Material für. Zu alle Reifen verbraucht. Es tut mir leid.
Super. Jetzt zeig mal wieder in unseren anderthalb Stunden Daisy abends, wie wir rumfahren. Was? Es ist doch wesentlich lustig jetzt mal gewesen. Ist doch passiert. Ja, natürlich. Das ist doch mal spannend. Das ist immer mal ab. Aber jetzt mal eine Abwechslung zu den ganzen. Warum stirbt nicht David? Da, alle Leute sehen sie, wie David stirbt, nicht wie du stirbst. Weil das. Wenn ich euch den Arsch gerettet habe, ich war das Opfer, ich war das Schaf. Du hättest ja auch mitkommen können, wir hätten sie alle ins Gebäude gelockt. Wenn wir schon hinterherlaufen. Passiert. Dann hätten wir einen Fratzengeballer gehabt. Wollt nur zeigen, dass wir auch mal sterben. Du wolltest sehen, dass ich 10 Kilometer fahre, unbeschadet bis zu dir. Da glaubst du aber selber nicht. Das schaffst du, ich glaub an dich. Kannst du unterwegs noch bei McDonald's halten, André? Oder Burger King? Nein, da ist eine Mission! Mal weiter, einfach weiter, 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 weiter. Ich glaub's nicht. Das geht gleich, das ist auch gleich, geht's los. Wir müssen irgendwo NPCs sein. Links an der Scheune wahrscheinlich. Ja. Habt ihr den Feuerwehren gestern ein Bailoff kaputt gemacht? Was haben wir kaputt gemacht? Den Feuerwehrwagen im Bailoff. Ja, der ist kaputt. Da wurde ja okay. Vom Heli zerschossen. Nein, wir wollen nur wissen, ist der da neu? Also hoffen, wenn du mal Sprit finden würdest. Ja. Yep. Aber findest du wahrscheinlich nicht. Jo, ich finde das. Ob man mit Handykopfhörern mit uns sprechen kann, ja, weiß ich nicht. Ist schwierig. Ich weiß nicht, wie die Qualität von den Dingern ist. Und der schickt mich ja durch die ganzen Städte, einfach gleich noch für eine Mission kommt, so. Die Mauer, dann steht da so eine 80 Meter hohe Mauer mitten im Weg. Hier ist mein hier BMW! Hier ist mein BMW! Ja. Muss weg! Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Apple Lock Gap war, ne, ihr wisst ja Bescheid, ne? Wir müssen David Hasselhoff dann holen, sonst geht die Mauer nicht weg. Ja. Ja, ja, ist klar. Mauer muss weg. Deshalb, was hast du mit Handykopfhörern im Teamspeak sprechen? Je nachdem, wie die Qualität ist. Aber jetzt nicht ich während der Aufnahme. Das Schöne ist, an dem Popschutz kann ich meinen Bart kratzen. Ja, super. Ist das so doppelt zu benutzen? Also, das ist ja sehr interessant.